Drei Gründe, warum ich denke, dass Epic Games Fortnite echt hängen lässt. Punkt Nummer 1. Ältere Glitches, wie beispielsweise der Under the Map Glitch aus letzter Season, funktionieren noch. Was wiederum bedeutet, einigen Spielern wird echt der Spielspaß genommen werden, weil es halt solche Leute gibt, die einfach solche Glitches nutzen können. Vor allem jetzt, da es den Grabbler gibt. Punkt Nummer 2. Viele optische Schäden, die einfach an der Map sind, werden einfach nicht mehr gefixt. Wenn ich überlege, hier vorne gibt es einfach einen kleinen Riss in der Map. Du kannst unter die Map gucken. Es ist mitten in Cordon Canyon. Das ist eine große Stadt, wo eigentlich regelmäßig jemand landet. Und die fixen es nicht. Punkt Nummer 3. Das Einzige, was diese Season wirklich großartig neu dazugekommen ist, ist halt wirklich jetzt dieses Prinzip mit den Pflanzen, was auch echt insane ist. Bin ich übelster Fan von. Aber das war's. Die haben sonst eigentlich alles beim Alten gelassen und nicht mal die Werksplatz gefixt, die es halt bisher schon gab. Und ja, lasst ein Abo da und ich würde sagen, das waren...